Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SI Talk und ich, Sie sehen schon, ich habe mir das Equipment ein bisschen ausgeborgt. Neben mir ist Heiko Böhmer, er ist Rohstoffexperte beim Gewester Verlag, sehen Sie hier. Und ja, mich interessiert natürlich nicht nur das, was ich mache, sondern natürlich auch, was die anderen so sehen. Ich meine, Sie müssen mal sehen, es sind da 800 Firmen da, 2000 Unternehmensvertreter da. Es ist unmöglich, unmöglich, dass man da mit den ganzen Leuten spricht. Und deswegen ist es immer gut, wenn man zwei Augenpaare, oder ein Augenpaar muss man sagen, ja. Mehr, weil zwei Augenpaare sind hier. Zwei Augenpaare ist gut. Mehr hat, die dann ein bisschen am Markt mal schauen, was so los ist. Ja. Du, Heiko, man, wir kennen uns ja schon lange, ich glaube, ja. 10 Jahre ja. Und so weiter, mindestens. Was ist einmal, interessante Frage, was ist denn heuer an der Peter Ganders? Aber als allererstes die Stimmung und die Anzahl der Menschen. Also ich war 2014, 2015 nicht hier. Und das war, glaube ich, auch nichts versäumt. Ja, genau. Also im Nachgang, glaube ich, habe ich nichts versäumt. Nein. Punkt. Und 2016, jetzt letztes Jahr, meine Güte, das war wirklich, da war Depression pur. Da wusste keiner mehr, was kommen sollte. Wir hatten die 1050 Dollar gesehen im Januar und im März war es ein bisschen besser, aber auch noch nicht so richtig. Euphorie sah anders aus und dieses Jahr ist die Euphorie, also jahrelang war es dieser vorsichtige Optimismus, jetzt kann man fast schon von Euphorie widersprechen, die wir gesehen haben in einigen Segmenten, ja, also einfach erstmal von der Masse der Menschen, die da sind, so. Ja. Eine Masse sagt jetzt nichts über Klasse aus, ja, das muss stimmt. Man auch sagen. Und was man auch feststellen kann, habe ich auch schon wieder gesehen, es tauchen wieder Promoter auf, die ich lange, lange, lange Zeit nicht gesehen habe, es tauchen wieder Stories auf, wo man denkt, boah, dafür wollt ihr jetzt noch Geld einsammeln, wie kann das sein? Aber, wie sagt man, mit der Flut kommen alle nach oben. Naja. So, und dann kommen auch solche Geschichten wieder nach oben. Aber grundsätzlich, die Stimmung ist erstmal viel, viel besser als letztes Jahr. Kommen wir zur Euphorie. Euphorie ist ja nicht wirklich gut. Sind wir möglicherweise schon wieder zu heiß gelaufen? In einigen Segmenten denke ich ja, ganz klar. Also die Lithium-Geschichte, die gelaufen ist in den letzten Monaten, da ist sicherlich sehr, sehr viel Fantasie reingeflossen. Diese ganze Elektromobilität, ja, das ist ein Thema, was wir haben. Da wird sich was tun innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre. Aber ob die Volumen wirklich umgesetzt werden, das heißt, ob es wirklich bald 5, 6, 7, 8 Millionen Elektroautos geben wird, das kann man noch nicht sagen. Und man weiß auch noch nicht, ob das die Technologie ist. Vielleicht kommt doch die Wasserstoffzelle noch nach und dann stehen auf einmal alle da und wir haben gedacht, es sind die Elektroautos, aber es gibt doch eine andere Technologie und dann brauchen wir gar kein Lithium. Das heißt, wir sollten noch Wasserstoffproduzenten suchen. Ja, das ist ja auch noch, aber es ist ja nur ein Folgeprodukt vom Rohstoff. Ich denke, Rohstoffe ist ja insgesamt so breit gefächertes Angebot, dass natürlich eine Story immer gut am Markt zu verkaufen ist. Die Gold-Story kennt jeder, die Silber-Story kennt jeder. Und man lechzt ja auch immer nach neuen Themen, die man irgendwie loswerden kann, die man irgendwie machen kann. Hast du eine spezielle Idee? Ich sage jetzt nicht einmal Tipp, sondern Idee, was der Investor schauen soll, auf was soll er achten? Also ich denke, eins muss einem immer bewusst sein, wenn man in diesem Sektor ist, hohe Gewinnchance bei hohem Risiko. Und wenn ich das nicht bereit bin, also wenn ich nicht bereit bin, eine Schwankung von 40% hinzunehmen, selbst bei großen Werten, und wir haben viel stärkere Schwankungen bei Barrick Gold oder auch bei Newmont Mining gesehen, die in der Spitze teilweise 70% verloren haben in der schlimmen Phase bis Ende 2015. Also 40% sollte man immer bereit sein, mit nach unten auf jeden Fall auch mal mitzugehen. Also nicht hektisch bei 20% Minus verkaufen, weil wenn man so enge Stops oder so enge Rahmen sich nur gibt beim Risikomanagement, hat dieser Sektor keinen Zweck. Gibt es eine Branche, auf die man schauen soll? Kupfer fand ich in letzter Zeit sehr spannend, weil es da einige neue Projekte gibt, die durchaus nicht allzu weit von der Produktion mehr entfernt sind. Es gab bei großen Minen in letzter Zeit einige Probleme. Angebot ist erstmal noch genug da, aber Kupfer ist halt ein Metall, was einfach unglaublich verbraucht wird. Das heißt, wir haben da ja kein wirkliches großes, ja, es gibt einen Recyclingbereich, aber der ist nicht so groß und es geht ja wirklich raus und ist dann auch verbraucht. Das heißt, Kupfer ist wirklich etwas, was trotz industriellem Fortschritt immer noch massiv gebraucht wird. Siehst du Trump, dass er da dementsprechend den Kupfermarkt supportet? Das wäre zum Beispiel ein Thema, was ja auch in den letzten Wochen gespielt worden ist auf jeden Fall, dass Trump mit der Ankündigung fürs Infrastrukturprogramm, dass gesagt wird, okay, der hat vor, $1 Billion, und das ist wirklich eine Billion, die er sagt, also die deutsche Billion, in Infrastrukturprojekte zu stecken. Und da ist Kupfer natürlich ein wichtiger Faktor.
Aber wir müssen auch gucken, was Donald Trump dann auch wirklich umsetzt. Ja. Also er hat absolut viel erzählt bisher, keine Frage. Aber was da jetzt getwittert, ich habe echt Schwierigkeiten, vernünftige Aussagen in 140 Zeichen zu machen. Von daher habe ich Respekt vor ihm, dass er das immer schafft. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, da muss er auch erstmal noch was liefern. Das ist sicher. Kommen wir zu der nächsten 6-12 Monate. Hast du noch eine wirklich vielleicht auch Einzeltitel oder sowas, was dir gefällt, oder sagst du, nee, Einzeltitel sollte jeder selber entscheiden? Ich denke schon, das sollte jeder selber entscheiden. Ich glaube, es ist wirklich, der Punkt ist erstmal, was ich vorhin sagte, ist diese Risikobereitschaft. Und das muss dem Investor gerade in Deutschland auch bewusst sein. Ich glaube, wenn man hier mit kanadischen Investoren spricht, die letzten Jahre mitgemacht haben, die kennen das alle. Die sind halt, die nehmen das locker. Die halten die Titel auch. Die sitzen Sachen auch aus, weil sie wissen, was am Ende dabei rauskommen kann. Aber einem deutschen Investor zu erklären, dass von 100 Firmen, die am Anfang starten und die vielleicht ein Vorkommen entwickeln, hinterher eine Mine übrig bleibt und diese Nadel im Stecknadel im Heuhaufen zu finden, das ist eben dann die Aufgabe auch von uns. Ja, ja. Und ich glaube, da sind Privatinvestoren tatsächlich gut beraten, auf Expertenrat zu hören und nicht irgendwie versuchen, mal da was zu machen. Perfekt. Heiko, freut mich schon auf nächstes Jahr. Ja. Da sehen wir Sie ja auf jeden Fall auf der BDEC wieder. Ja. Und danke für dir fürs Interview. Ja, sehr gerne, Joe.